diesem Video. So, wir haben doch kein Beef, so Patrick und ich sind halt cool, so wisst ihr, wie ich meine? Ah, Chris hat ein neues Video hochgeladen. Was hat er denn hochgeladen hier? Reaction UFO, okay. Freunde, wir reacten heute zusammen auf den neuen Track von UFO361 und zwar Rich Rich, also genau der gleiche Name wie das neue Album von ihm. Freunde, ich muss sagen, bis jetzt die Tracks, die rauskamen, ah, komm, fang an, Digga. Oder nicht mein Geschmack waren, oder irgendwie genau mein Geschmack, Freunde. Und deswegen bin ich natürlich gespannt, Freunde, was uns hier erwartet. Ich komm! Instagram folgt mir, okay, ich folge ihm schon. Digga, will das jetzt mal weggehen, diese Werbung hier? Digga, diese Werbung, was ist das? Bro, die sind... Du hast die doch nicht im ganzen Video drin, oder? Digga, die sind... Okay, nee, dann gucke ich lieber hier, was ist das hier? Samra, gucken wir die an. Die ganze Zeit Insta-Werbung, ey. Digga, geht die Werbung jetzt mal weg, oder was? Hä? Bro, die Werbung hängt voll schief im Video, Digga. Was ist das? Digga, was soll denn das, Mann? Bro, das ganze Video, diese scheiß Instagram-Werbung drin. Wie followergeil ist der Typ, bitte? Nee, Digga, den werde ich erstmal deabonnieren. Das gibt's ja nicht. Was ich für ein Pech hab, ist einfach nicht mehr normal, ja? Donnerstag auf Freitag, 0 Uhr. Ich denk mir nichts Böses dabei. Ich mach meine Reaction so 5, 6 Stück. Denk mir so, okay, Bro, du hast alle Videos durch für heute. So, ist immer so ein erleichterndes Gefühl, weil du weißt, ich hab alle meine Videos gemacht. So, ich hab meine Arbeit sozusagen erledigt. Ich lehne mich so entspannt zurück. Ich bleibe immer noch so ein bisschen wach. So, lese ein bisschen noch die Kommentare, wenn welche reinkommen. Guck mir an, wie die Videos von den Klicks so hochgehen. Und guck mir die Bewertungen an und sowas halt, ja? Das hat dann auch nicht lange gedauert. So, dann kam der erste Kommentar rein. Und zwar, Digga, dieses Handy unten links nervt voll. Und ich denke mir so, hä? Was nervt daran so? Ihr seht jetzt mal die Animation eingeblendet. Ja, die ist ja neu in den Videos. Ich denke mir so, ey, was ist daran so schlimm, wenn ich 5 Sekunden Werbung für mein Instagram in dem Video einblende? So, ey, Real Talk, Digga, so an sich an Instagram-Werbung und so ist nichts dabei, oder? Macht doch jeder, Digga, oder? So, ist halt so, gibt immer mal Leuten, denen passt halt irgendwas nicht, was man macht oder einblendet oder so. Okay, ja, komme ich damit klar. Dann, kurze Zeit später, nächster Kommentar. Digga, was soll die Insta-Werbung? Du machst dadurch vielleicht 2 Follower. Ich denke mir so, bin ich irgendwie so im falschen Film, Digga? Als ob sich jetzt wirklich jeder, der dieses Video sieht, beschweren will, weil ich eine Instagram-Werbung in meinem Video einblende, ja? Ich hab's einfach nicht verstanden, so. Und natürlich, wenn dann immer mehr Kommentare dazu kommen, und es waren auch nicht die einzigen beiden, weil man ja natürlich auch 5 bis 6 Videos, wie gesagt, hochgeladen hat, dann fängt man natürlich mal an zu überlegen, hä, woran könnte das denn liegen? Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, ich gucke jetzt einfach mal in dieses Video rein, wie das so im fertigen Video aussieht. Ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich auf die Idee kam, so, weil normalerweise, ich gehe ja davon aus, dass alles passt, und dann weiß ich ja, wie es aussieht, ja. Und ich denke mir so, okay, hä, warte mal, da funktioniert irgendwas nicht richtig. Die Animation geht einfach nicht mehr weg. Sie bleibt einfach wirklich im ganzen fucking Video immer an derselben Stelle. Und ich kann es verstehen, dass es nervt so, ja. Aber ich kann nichts dafür, weil das Problem ist, ich schneide diese Animation nicht rein, sondern die kommt während der Aufnahme automatisch rein. Das bedeutet, wenn das Video fertig ist, habe ich keinen Einfluss mehr, ob das jetzt richtig drinnen ist oder nicht. Und ich kann es auch nicht, wenn es falsch drinnen ist, ändern. Ja, da müsste ich das ganze Video neu drehen, was halt auch wenig Sinn ergibt so. Und das größere Problem ist natürlich, wenn man 5 bis 6 Videos dreht und man da nicht drauf achtet, dann ist es natürlich in allen 5 bis 6 Videos falsch. Dementsprechend ist es in allen Videos halt einfach in diesem Fall falsch drinnen. So, Freunde, dann nächster Tag, Freitag. Ich mache nochmal eine Reaction. Alles gut, so gar kein Problem. Ich glaube, es hat alles funktioniert so. Ich weiß jetzt nicht ganz 100% sicher. Ich glaube schon. Samstag, nächster Tag wieder. Abends 18 Uhr, neues Musikvideo von Lelano. Ich wieder mega gehypt. Denk mal so, Bro, Mann, da reagiere ich jetzt schön drauf. Entspannt so, war schon die ganze Zeit bereit gesessen, schon so eine halbe Stunde vorher sogar. Und ja, wollte dann mit dem Video anfangen, habe ich auch ganz normal gemacht, habe das Video auch fertig so. Dachte mir, ist wieder eine coole Reaction. Ich war zufrieden, auch vorher an dem Donnerstag so, ich war zufrieden mit dem Video so. Ja, und ich guck so, dann bin ich wieder in einen anderen Account gegangen, weil ich mache das halt immer, ich habe ja noch einen anderen YouTube-Account und da gucke ich halt immer auch, ob in den Videos zufälligerweise Werbung läuft und ob die Videos
online sind. Weil wenn die Videos gesperrt sind mit meinem eigenen Account, sehe ich es nicht, weil wenn ich da draufklicke, ist es sozusagen immer online, auch wenn es gesperrt ist, die Reaction. Also gehe ich in einen anderen Account immer und gucke halt, ob die Videos online sind. So, dann gucke ich so halt es einfach kurz laufen lassen, so, weil ich dann selbst nochmal in mein Video reinschauen wollte, so, hatte ich halt irgendwie Bock, so mein eigenes Video mäßig anzuschauen. Und die Instagram-Werbung kommt wieder, ploppt wieder auf, beziehungsweise sie ist gar nicht mal aufgeploppt, sondern sie war einfach schon verdreht die ganze Zeit, also bald die Szene gewechselt war, im Video drinnen und dieses Mal aber nicht ganz normal so nach vorne, dass man wenigstens irgendwas so normal drauf erkennen kann und denken könnte, es wäre Absicht, sondern sie sieht komplett behindert aus. Sie ist einfach komplett verdreht, als hätte man das Ding irgendwie so umgeschubst und es wäre so, steht so auf der Seite so. Es sieht richtig scheiße einfach aus. An dieser Stelle gehen dann natürlich Grüße raus an meine Freunde, denn dann kommen natürlich die ersten Instagram-Nachrichten wieder rein. Ja, nicht nur von Leuten, hey Bro, in deinem neuen Video, die Instagram-Animation, die funktioniert wieder nicht. Oder die beste Nachricht war, ich will nichts sagen, Digga, aber dieses Instagram-Handy, das nervt halt schon wirklich, ne? So, sondern dann kommen noch Nachrichten von meinen Freunden rein. An dieser Stelle blende ich euch mein Video von Patrick ein. Ist natürlich, wie man sich denken kann, ist natürlich nicht die einzige Person, Freunde. Nico hat mir natürlich auch noch ein schönes Video geschickt. Ich weiß nicht, Freunde, was soll ich dazu sagen, so, ja? Egal, was ich mache, Digga, ich habe wirklich bei allem Pech. Ich kann halt leider nichts dafür, aber die Leute haben es halt nicht verstanden, so. Das Beste war dann, Patrick macht sich so mäßig darüber lustig, ja, auf Instagram. Und die Leute denken auf Ernst, Patrick und ich hätten Beef, schreiben uns so an, so, hey, ja, Bro, ey, ich will nicht, dass da jetzt so Beef zwischen euch ist und so. So, ich und Patrick so, sind so übel verwirrt, denken und so, so, hä, Digga, was geht jetzt ab, so, so, wir haben doch kein Beef, so, Patrick und ich sind halt cool, so, wisst ihr, wie ich mein? Freunde, ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Video. Freunde, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.